Ja, auch ich möchte Sie herzlich willkommen heißen und freue mich, dass Sie hier die Stellung halten und mir zuhören möchten. Zuerst mal, wenn wir von Schönheit sprechen, unser Ortsvorsteher ist ja auch ein Sahneschnittchen, oder, meine Damen? Was meinen Sie? Auch ohne Kosmetik. Dann einen herzlichen Dank an Claudia, dass ich heute hier stehen darf und ein bisschen was zu gesunder Ernährung erzählen darf. Einen herzlichen Glückwunsch zu deinem Jubiläum. Und ich kann nur sagen, mach weiter so, damit wir in 5 Jahren hier wieder stehen. Mein Name ist Manuela Müller. Ich bin medizinische Ernährungsberaterin und arbeite hauptsächlich nach dem Konzept von Metabolic Balance. Zuerst einmal möchte ich Ihnen erklären und erzählen, was hinter Metabolic Balance steckt, wer oder was. Wer ist der Dr. Wolf Funfack? Der hat seine Doktorarbeit über Adipositas, also Übergewicht im Säuglings- und Kleinkindalter geschrieben und eröffnete später seine internistische Praxis mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin in Isen, das gehört zur Gemeinde Erding, also auch made in Germany, und hatte sich immer zum Ziel gesetzt, durch eine Ernährungsumstellung eine Gesundung und anhaltende Gesundheit seiner Patienten zu bewirken. Dann, nach 10-jähriger Forschung, hat er es geschafft. Er hat ein Konzept zusammengestellt, hat diese an seinen Patienten ausprobiert. Das heißt, er hat nach den Laborwerten des Patienten individuell die Nahrungsmittel zugeordnet und hat dann den Ernährungsplan erstellt. Mit einem Erfolg, wie er nicht daran gewagt hat zu glauben, weil unter anderem bei Diabetikerpatienten die Medikamentation in Form von Tabletten oder auch Insulin reduziert werden konnte, sogar auch teilweise ganz weggelassen werden konnte. Bluthochdruckpatienten regulierte sich wieder der Blutdruck. Und ganz nebenbei haben diese Patienten, die ein paar Kilo zu viel auf den Hüften hatten, auch noch abgenommen. Entschuldigung, ja? Okay. Ja, und da das einen großen Erfolg hatte und er die Pläne bis dato immer per Hand geschrieben hatte, das hat also 2 bis 3 Stunden gedauert, hat er sich überlegt, das Ganze in ein Softwarepaket zu packen und es für sich patentieren zu lassen. Und irgendwann platzte dann auch seine internistische Praxis aus allen Nähten, sodass er dann in Isen die Akademie errichtete, wo alle Fäden von Metabolic Balance zusammenlaufen. Das heißt, dort ist das Labor und dort finden auch alle Aus- und Fortbildungsseminare statt. Was ist Metabolic Balance? Wie gesagt, Metabolic Balance ist ein individuelles Ernährungskonzept auf jeden Einzelnen zugeschnitten, aufgrund seiner Blutwerte und seiner Erkrankung. Es ist ärztlich und wissenschaftlich fundiert, das heißt, er hat sich das nicht ausgedacht, sondern hat sich all die Studien, die es dazu gibt, zusammengetragen und darauf das Programm und auch das Konzept aufgebaut. Wir erreichen durch diese Umstellung positive Auswirkungen auf Gesundheit, Lebensqualität und Laborwerte, das heißt, wir werden etwas gesünder oder gesund. Die Laborwerte verbessern sich und dadurch erreichen wir natürlich auch eine höhere Lebensqualität. Das Thema Ernährung begegnet uns ja jeden Tag und der eine oder andere hat sich ja sicherlich mal gefragt, wie kann ich abnehmen, ohne groß zu hungern, wie kann ich mich gesund ernähren. Tipps dazu gab es viele. Im Frühjahr hat die ARD und das ZDF eine Ernährungswoche gestartet. Es gab jeden Tag eine andere Sendung zum Thema Diäten und Ernährungsformen. Eingeladen wurde da ein Ernährungsmediziner, der Pro und Kontras rausziehen sollte aus den einzelnen Geschichten. Und ich habe mir das alles nochmal zusammengefasst und die ganzen Pros zusammen addiert und habe dann gemerkt, das ist ja das, was Metabolik zu 80% auch weitergibt. So, was fördern wir mit diesem Plan oder mit dieser Ernährungsumstellung? Wir fördern erstmal das Bewusstsein,
sich gesund zu ernähren. Viele meiner Klienten sagen mir immer wieder, Mensch, die Ernährung fängt jetzt bei mir im Kopf an und nicht wie früher im Bauch. Es dient auch zur Entlastung unseres Herz- und Kreislaufsystems. Das heißt, allein durch Gewichtsreduktion atmen wir schon besser durch. Belastung fällt uns wesentlich leichter. Wir schlafen besser. Nächtliches Schnarchen verringert sich. Auch gut für unser Haltungsapparat durch Gewichtsreduktion in erster Linie. Entschuldigung. Durch Gewichtsreduktion entlasten wir natürlich auch Knie und Wirbelsäule. Dann fördern wir natürlich auch den Zucker- und Fettstoffwechsel, da komme ich später nochmal zu, damit wir unsere Leber, Galle, Nieren und Blase schonen. Dabei möchte ich nochmal die Niere erwähnen. Wir entgiften über unsere Nieren. Das heißt, alles, was wir an Schadstoffe zu uns nehmen, unser Nahrungsmüll, entsorgen wir über unsere Nieren. Und das passiert nur, wenn wir am Tag genug Wasser trinken. Wenn wir das nicht machen, lagert sich dieses ein und führt wieder erneut zu Erkrankungen. Auch für die Blase wichtig, dass wir viel, viel trinken. Dann sind wir gewappnet vor Harnwegs- und Blasenentzündung. Ein ausgeglichener Hormonhaushalt. Damit meine ich, dass sich die Anti-Aging-Hormone, ganz wichtig heute das Thema, die werden wieder aktiviert. Das Schlafhormon Melatonin wird gesteigert. Halt das nicht? Halt das? Anti-Stress-Hormone werden auch aktiviert, sodass wir stressresistenter sind. Und Zeitalter von Viagra mal so sagen, dass das auch wieder reguliert wird. Unsere Haut ist natürlich mit und die belohnt uns auch, damit dass sie schön glatt und straff aussehen. Es fördert zudem eine geregelte Verdauung, also derjenige, der an Reizdarm leidet, das spricht Dauerdurchfall oder auch an Verstopfung. Der gesunde Nachtschlaf tritt ein, eben durch eine ausgewogene Zuckerstoffwechselregulierung. Wir spüren allgemein eine Leistungsfähigkeit und auch eine Vitalität. Geeignet sind diese Pläne, die wir erstellen, für alle Kinder ab 8, für Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Vegetarier. Jedoch nicht für Veganer. So, die meisten kommen natürlich erst in erster Linie zu mir, um ihr Gewicht zu reduzieren. Was dieser Dame ja auch sichtlich gelang. Sie fühlt sich wohl, sieht ganz anders aus, wird auch immer wieder gefragt, ist das wirklich das Foto, ist das wirklich die Person? Wie kommt es zum Übergewicht? Für unser Übergewicht sind hauptsächlich die kurzkettigen Kohlenhydrate zuständig. Das heißt, in Form von Weißmehl, also Brot, Brötchen, Nudeln, Reis und Kartoffeln. Ich möchte da kurz dazu erklären, wie das vor sich geht. Wenn wir heute ein Brötchen essen oder auch Kartoffeln, dann werden die Kohlenhydrate im Mund schon zu Zucker verarbeitet, gehen in unseren Körper, in die Blutbahn und im Körper nochmal zu Glucose. Das ist ja Traubenzucker, das brauchen wir auch als Energielieferant. Aber wenn wir gar nicht so viel Energie brauchen, um unsere Glucose wiederum zu verwerten, wird diese Glucose in Leber zu Fett umgewandelt und das landet nachher auf unsere Hüften, den sogenannten Hüftspeck. So. Diabetes zum Beispiel ist eine Erkrankung, die einen Überhang an Kohlenhydraten vorweist. Das andere sind Übersäuerungs- und Entzündungskrankheiten. Das heißt, wenn sich unser Stoffwechsel nicht im Gleichgewicht befindet, kommt es zu einer Übersäuerung. Das heißt, unser Körper ist sauer. Wie kommt eine Übersäuerung zustande? Indem wir zu viele falsche Eiweiße essen. Eiweiße, die unserem körpereigenen Eiweiß überhaupt nicht identisch sind, folgedessen übersäuert unser Körper. Körpereigene Eiweiße oder Eiweiße, die deshalb deine Nahrung soll deine Medizin und deine Medizin deine Nahrung sein. Das sagte er schon 400 vor Christi, hat er das
schon erkannt. So, das Konzept von Metabolic Balance ist folgendes: Die Klienten kommen zu mir. Ganz wichtig, dass ich die persönlichen Daten aufnehme in Form von Vorerkrankung oder Ist-Erkrankung, was für Medikamente nehmen die Einzelnen zu sich und wie fühlen sie sich, wie schwer sind sie, die persönlichen körperlichen Angaben brauche ich, wie Taillenmessung, Oberschenkel und auch Po. Und was ganz wichtig ist, sind die Laborwerte. Der Klient wird dann in die Praxis geschickt, muss nüchtern dort erscheinen, also mindestens 12 Stunden nüchtern sein und bekommt dann einen Termin, wo der Plan besprochen wird. Ich schicke diese ganzen Angaben nach diesem zu Metabolic Balance. Dort werden dann die Werte und die Lebensmittel nach dem Bundeslebensmittelschlüssel zusammengefasst und dann entsteht der individuelle Ernährungsplan. Der wird dann mit mir im Einzelnen näher besprochen. Dort gibt es 4 Phasen. Ich will jetzt nicht alle erklären, aber wichtig ist zu erklären, die erste Phase, die 14-tägige strenge Phase. Das heißt, die Patienten oder Klienten sollen den Plan 14 Tage lang streng leben. Sie sollen keine anderen Lebensmittel zu sich nehmen, als in diesem Plan stehen. Sie sollen kein Alkohol trinken, auch keine Süßigkeiten essen. Sie sollen sich, wie gesagt, ganz streng an den Plan essen. Gegessen wird auch ohne sichtbare Fette. Das heißt, das, was ich anbraten möchte an Hähnchen und Fisch, wird in einer beschichteten Pfanne mit etwas Wasser oder Gemüsebrühe zubereitet. In dieser Phase passiert ganz, ganz viel. Also gerade die Patienten, die arg übersäuert sind in Form von Neurodermitis oder auch Migränepatienten, die erleiden nochmal einen Schub. Und das ist eine deutliche Entgiftung in dem Moment und brauchen daher auch nochmal eine engere Betreuung meinerseits, dass sie wissen, dass sie es einzuordnen wissen. Zu diesem Plan gibt es auch Grundregeln, die man unbedingt einhalten sollte in den ersten 14 Tagen. Ich will es mal kurz erläutern, ist vielleicht jetzt ein bisschen viel auf einmal. 3 Mahlzeiten. Das ist das Gesetz von Metabolic Balance. 3 Mahlzeiten am Tag, nicht mehr und nicht weniger. Und dazwischen sollten mindestens 5 Stunden Abstand zueinander liegen. Die Mahlzeit sollte nicht länger als 1 Stunde dauern. Es sollte täglich ein Apfel gegessen werden, weil wir wissen, der Apfel ist die einzige Obstsorte, die reich an Spurenelementen sind und auch an sekundären Pflanzenstoffen und den Körper richtig, richtig entgiften. Jede Mahlzeit sollte mit einer Eiweißportion beginnen. Das heißt, bevor ich anfange zu essen, esse ich erst ein Stück von dem Fisch oder Fleisch, weil die Eiweißverdauung im Magen anfängt und gleich ein Sättigungsgefühl auslöst. Jede Eiweißsorte nur einmal am Tag. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Klienten, die den Plan kriegen, leben das sehr schnell und sagen, nach 4 Tagen geht das in Blut ins Blut über. Nach 21 Uhr möglichst nichts mehr essen, weil nachts die größte Fettverbrennung stattfindet. Also die Zeit zwischen Abendessen und Frühstück ist ganz wichtig, damit man im Stoffwechsel Zeit lässt, Fett zu verbrennen. Außerdem sollte die errechnete Menge Wasser getrunken werden. Das wird folgt errechnet. Wir trinken pro Kilogramm Körpergewicht 35 Milliliter Wasser. Hier sehen wir nochmal die Fettverbrennung bei 3 Mahlzeiten am Tag, ganz deutlich zwischen den Mahlzeiten am höchsten, bei 6 Mahlzeiten geringer, wesentlich geringer. Auch nicht geändert. Das heißt, der Steinzeitmensch hat sich damals hauptsächlich von Eiweißen wie Fleisch und Fisch ernährt und nur zu 1/5 von Kohlenhydraten in Form von Wurzeln, Gemüse, Pilzen und Früchten. Jetzt sagen Sie, was erzählt die denn da? Eben hat sie noch gesagt, Kohlenhydrate wären Nudeln und Kartoffeln. Obst und Gemüse sind auch Kohlenhydrate, aber langkettige. Die gehen langsam ins Blut, halten uns länger satt. Er brauchte diese Kohlenhydratzufuhr eigentlich nur, um bei Nahrungsangeboten, die weniger lukrativ für ihn waren oder überhaupt kein Nahrungsangeboten im Winter einfach zu überleben. Und Knochenfunde belegen außerdem aufgrund seiner Ernährung und überhaupt
war der Steinzeitmensch recht gesund. Der Ackerbauer, der dann später kam, das heißt, wir legten unseren Schwerpunkt auf Kohlenhydrate, wir liefen unserer Ernährung nicht mehr hinterher, sondern wir bauten Getreide an und aßen dann ab dann überwiegend nur noch halt die Kohlenhydrate in Form von Brot und später dann auch Kartoffeln. Und wie sich die Entwicklung dann weitergestaltet, sieht man ja dann hier. Was empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gegen unser Übergewicht? Sie sagen fettarme Ernährung. Wir sagen keine Angst vor Fett, denn heute weiß man, Fett macht nicht Fett. Im Gegenteil, wir brauchen unsere natürlichen Fette in den Nahrungsmitteln. Wenn Sie jetzt meinen, lieber fettarme Milch trinken zu müssen, dann irrt man sich. Der Milch, der vollwertigen Milch, sind die Fette, guten Fette entzogen. Hinzugefügt wurden Kohlenhydrate in Form von Zucker, so dass wir wieder den Blutzuckerspiegel anheben und auch wieder schneller Hunger bekam. Also guten Fette raus, Zucker rein. Sie sagen kohlenhydratreiche Kost, da sind Sie mittlerweile auch von runtergekommen. Sie sind, glaube ich, bei 40%. Wir sagen weniger, aber gute Kohlenhydrate, also in Form von langkettigen Kohlenhydrate, Gemüse und Obst. Oder halt Vollkornprodukte, Roggenvollkorn, Brote, Vollkornreis, Vollkornnudeln und eben festkochende Pellkartoffeln. Sie sagen 5 bis 6 Mahlzeiten über den Tag verteilt, sind aber auch schon auf 4 Mahlzeiten runtergegangen. Wir sagen nach wie vor 3 Mahlzeiten. Sie sagen kalorienarme Ernährung und wir sagen kaloriengerechte Ernährung. Ich kann einen Plan nicht erstellen und einem 120 Kilo schweren Patienten genau die gleiche Kalorienanzahl geben wie einem 80 Kilo schweren Patienten. Ich kann einem Sportler auch nicht die Kalorienzahlen geben, die ich einem Nichtsportler gebe. Von daher kaloriengerechte Ernährung. Unser Nutzen wird sein, eine nachhaltige Gewichtsregulierung, das heißt, wir überlegen uns später, was wir essen, wie wir es essen. Verbesserung von Krankheitsbildern hatten wir ja schon gesagt, gesteigertes Leistungsvermögen, verbesserte Konzentration, eine größere Stressresistenz, höhere Belastbarkeit, mehr Vitalität und Lebensfreude. Und das Konzept ist alltagstauglich. Das heißt, wenn wir essen gehen, haben wir ja die Wahl, ob wir eine Pizza essen oder das, so wie wir es gelernt haben, vielleicht ein Steak mit Gemüse oder Salat oder ein Fisch. Wir bauen Körperfett ab durch das Eiweiß, was wir zu uns nehmen, durch die guten Eiweiße, schonen aber gleichzeitig unser Muskel- und Bindegewebe. Das heißt, sehr, sehr übergewichtige Patienten bei uns bekommen nicht die sogenannte Fettschürze, weil das Bindegewebe sich sehr schön wieder zusammenzieht durch das Eiweiß. Und unsere Haut ist auch mit, wie eben gehört, und bleibt straff und glatt. Und was wir nachher für unsere Haut noch tun können, erzählt uns dann der Herr Singer. Und wenn wir das Ganze noch verfeinern wollen, dann ist auch noch der Dr. Schilder, der Ihnen zeigt, wie das geht. Ich kann Ihnen nur mit auf den Weg geben, denken Sie stets daran, man ist so jung, wie man sich fühlt oder anfühlt. Meine Ernährungstipp, auch ohne Metabolic Balance, lehnt ähnlich an denen die Metabolik verrät oder zurät. Ich habe das Ganze noch mal kopiert für Sie und habe mir gedacht, das ist vielleicht mal so ein Tipp, wo man sich dran halten kann. Was noch fehlt, ist jeweils ein Esslöffel Omega-3 zu den Mahlzeiten. Omega-3 finden wir nur in Fisch, aber mittlerweile propagieren alle, Omega-3 täglich zu sich zu nehmen. A, Alzheimer-Prophylaxe sagt aus, Gedächtnistraining, Sport und Omega-3. Schwangere sollten spätestens ab der 20. Woche Omega-3 zu sich nehmen, weil dort die Synapsen sich vom Embryo bilden. Das sind die Gehirnendigungen, die später verkalken beim Alzheimer. Mein Tipp noch, nehmen Sie nur natürliche Nahrungsmittel zu sich, ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Und der Körper wird es Ihnen danken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich war ein bisschen nervös. Ich weiß, es war mein erster Auftritt. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen einiges mitgeben können. Ansonsten
stelle ich mich nachher auch noch zu meinem Infostand. Und wenn Sie Fragen haben, Informationsmaterial dürfen Sie natürlich auch mitnehmen. Stehen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.